Hallöchen zusammen, ich begrüße euch wieder zu einer neuen Folge von Die Siedler 2, die nächste Generation. Und wir haben tatsächlich schon die Hälfte der Kampagne hinter uns gebracht. Es ist unglaublich. Also es ist zwar nur von den Missionen her die Hälfte, ich glaube nicht, dass es von der Zeit her die Hälfte ist, weil wir werden garantiert jetzt bei den nächsten Missionen ein bisschen länger brauchen, weil die Karten wahrscheinlich nicht ganz so winzig sind. Ich habe keine Ahnung, wie es hier aussieht, weil die Missionen, ich glaube, die habe ich alle noch nie gespielt. Ich weiß nicht warum, aber ich habe immer nur Freispieler gemacht. Ich weiß nicht, warum ich die Kampagne nie gemacht habe bei diesem Siedler hier. Gut, man muss aber dazu sagen, ich habe das alte Siedler, die ursprüngliche Version, öfter gespielt. Und deswegen, ja, habe ich diese Version eigentlich sowieso sehr selten gespielt. Aber, na, mal gucken. Deswegen ist es natürlich umso schöner, hier zu erfahren, was noch so passiert, ne? Wieder werden die Siedler mit den asiatischen Fremden konfrontiert, die sich über die raren Goldvorkommen hermachen. Na super. Es entbrennt ein dramatischer Wettstreit. Klasse. Das heißt, jetzt haben die Gold und ich nicht, oder wie? Oh. Ja. Zeit der streitenden Reiche. Mhm. Nach der Warnung des Pharaos hatten wir bei unserer Ankunft mit dem Schlimmsten gerechnet. Doch zunächst konnten wir aufatmen. Immerhin wurden wir nicht sofort attackiert. Auch hatten wir wieder fruchtbaren Boden unter unseren Füßen. Ja, das ist auch nicht so schlecht. Doch Eile war geboten. Aus der Ferne dröhnten die Rufe der gelbhäutigen Bergarbeiter. Wir konnten sie noch nicht sehen, aber ihre unverwechselbaren Geräusche ließen keinen Zweifel an ihrer Existenz aufkommen. Wenn es hier Gold für unsere Soldatenausbildung gab, so sollten wir uns diesen Vorteil unbedingt sichern. Ja, das denke ich dann wohl auch. Gucken wir uns mal die Karte an. Da drüben ist das Tor, das heißt, da drüben werden auch die Leute sein. Das heißt, das Erste, was ich mache, bevor wir hier irgendwas machen, wir bauen erstmal zwei Baracken hier und da. Nein, nicht ganz korrekt. Wir bauen natürlich als Erstes noch ein Sägewerk. So. Nee, warte mal, dann machen wir so. So, und dann bauen wir hier die Baracken hin, damit wir hier gleich uns schnellstmöglich in alle Richtungen ausbreiten können und dann logischerweise auch, ne, warte, das ist kacke, da kriegen wir, so kriegen wir noch ein Gebäude da unter. So, da ist natürlich nicht viel Platz in die Richtung, aber naja, okay. Hier werden wir uns natürlich auch gleich ausbreiten in die Richtung. Hier werde ich dann gleich ein Sägewerk bauen, aber erst, ne, ein paar, ihr wisst ja, erst ein paar andere Gebäude. So, hier können wir einen Förster bauen, das ist ziemlich geil. Nein, das ist ziemlich... Ah, doch, das geht. Ich wollte gerade sagen, das ist doch ziemlich ungeil, weil es kein Platz, aber es funktioniert. Okay. So, dann versuchen wir uns hier weiter zu bauen. Das geht wunderbar. Das geht sogar exzellent hier. Gut, dann können wir hier nämlich noch einen weiteren Holzfäller bauen. Nein, können wir nicht. Okay, das geht also nicht hier. Dann bauen wir hier erstmal Fischerhütten in zwei Stück. So, und hier ein weiteres Sägewerk, bevor ich das vergesse. Gut, dann haben wir da zwei Sägewerke. Hier erstmal Holzfäller und Forsthaus. Hä, das ist natürlich doof, dass ich hier nirgends durchkomme, ne? Also ich würde zwar hier irgendwie durchkommen, aber na gut. Ich will mich erstmal hier wirklich ganz schnell in diese Richtung ausbreiten, dass wir da wirklich tempomäßig gut vorankommen. Wir können auch schon mal direkt hier unten ein Bauernhof hinklatschen. Dann können wir nämlich schon mal direkt ein wenig Korn direkt ein bisschen Korn anpflanzen. Das wäre, glaube ich, gar nicht so verkehrt, ne? Könnte man ja sich mal überlegen. So, hier können wir auch direkt dann eine Mühle hinbauen. Wobei die Mühle, die lassen wir erstmal sein. Das brauchen wir nicht. So, wie die Bauarbeiter sind noch da. Zwei sind noch da. Okay, die sollen erstmal hier machen. Ich möchte wirklich mich so schnell wie möglich ausbreiten. Wie viele Gegner haben wir denn? Gegner. Ach so, falsche Infochart. Zwei haben wir. Okay, Größe der Region, das ist erstmal relativ irrelevant. Militärische Stärke erstmal ganz entspannt. Gut, da ist nicht groß was los. Und hier ist so ein richtiger Gebirgskegel, ne? So ein richtiger Talkessel. Oder so eine Caldera von einem alten Vulkan oder so wahrscheinlich. So. Da wird jetzt erstmal schon mal die erste Baracke gebaut. Das ist schon mal sehr geil. Dann können wir hier nämlich schon mal ausmachen. So, hier machen wir ein Wegchen und schicken einen Geologen. Und das gleiche machen wir natürlich
hier auch nochmal. Da schicken an. Nee, warte mal einen Moment, das machen wir anders, weil da werde ich garantiert gleich anders bauen müssen. Oh, obwohl. Ach naja, wir schauen mal. Wir warten mal, bis der hier drin ist. Hier bauen wir natürlich. Nein, ich baue da einfach nur eine normale Baracke hin. Das reicht mir jetzt gerade. Wie machen wir das? Jetzt, da komme ich um den Dreierweg nicht drum rum, glaube ich, ne? Das wäre doof. Ich will aber keinen Dreierweg haben. Dann machen wir es halt so. So, hier noch ein Forsthaus und noch ein Holzfäller. Und dann können wir hier auch noch ein... Nein. Können wir hier auch noch eine weitere Baracke hier unten hinbauen. Und dann bauen wir hier ein Sägewerk hin, ne? Und, ne, warte mal. Hier ein Fischer und da ein Sägewerk. Hier ein Sägewerk, dann Fischer. So, ich habe noch keinen Steinbruch gebaut. Das ist mir durchaus bewusst. Also warte mal. Ja, doch, die anderen Gebäude sind ja größtenteils schon fertig. Ich weiß jetzt nicht, ich will jetzt nicht zu viele Hämmer raushauen, aber das geht alles noch. So, da ist besetzt. Okay. Da kommt die Baracke. Hier mache ich einfach mal den Steinbruch hin. Weiß ich nicht, warum ich da nicht vorher schon drauf gekommen bin. ja, hier bauen wir die nächste Baracke hin. Hier können wir auch einen Geologen rausschicken. Oh, da geht es ja richtig hoch her. Hier geht es ja richtig bis hoch zum Berge. Geil. Okay. So, machen wir den Weg mal so. Da können wir noch ein paar Fahnen hinbauen. So, die nächste Baracke. Damit wir uns auch wirklich richtig schnell hier in alle Richtungen ausbreiten können. Fischerhütten und so weiter, das haben wir ja alles ganz entspannt hier. Dann könnte ich hier eigentlich einen Jäger hinbauen oder so, ne? Wenn wir hier so, einen kleinen Wald zurechtbauen. Wie viele Sägewerke habe ich? Ich habe noch 3. Okay, also 2, weil einer kommt ja gerade raus. Aber ich habe ja auch noch ein paar Sägen. Das heißt, theoretisch könnte ich hier mir auch noch ein weiteres Sägewerk hinbauen. Aber ich muss mal gucken, wie wir das dann am geschicktesten machen. Hier gibt es auf jeden Fall schon mal Kohle. Das heißt, Kohle haben wir schon mal gefunden. Das ist schon mal schön. Oh weh. Gebäude und Grenzen ein- und ausschalten. Okay, nice. So, Gebäude errichtet, Baracke. Wo? Ach, da oben, ne? Ja, sehr gut. Sehr gut, ist die auch schon fertig. Und dann gucken wir einfach mal, was sich hier so verbirgt. Können auch mal noch einen Geologen rausschicken. Wie viele Geologen haben wir? 3 haben wir noch drin. Okay. Also 2, also 3 jetzt wieder. Ja gut, alles entspannt. So, da kommen jetzt Leute. Ich mache mal ein bisschen schneller gerade, solange wie das Gebäude noch nicht besetzt ist. Jetzt ist es gleich besetzt. Wow, das ist episch. Das ist ja mal der richtige Wahnsinn hier oben. Da geht ja... Halleluja, was geht denn da ab? Das ist ja der Wahnsinn hier. Okay, dann werden wir hier halt noch ein paar Fischerhütten bauen. Beziehungsweise... Ich könnte hier natürlich auch... noch einen Förster und einen Holzfäller bauen, ne? Der kann dann zwar nicht sehr viele Bäume pflanzen, aber ich meine, noch ein paar müsste hier hinkriegen können hier. Förster und Holzfäller. So, wenn ich das so mache, naja gut, wenn das so mache, dann kann er hier auch ganz entspannt den Weg nutzen. Warte mal, dann machen wir es doch mal anders. Ah nee, das, so geht's nicht, okay. Wenn wir den abreißen, zack, 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 dann könnten wir den Weg so machen, dann können wir hier die Fahne nämlich abreißen. Dann haben wir hier noch ein bisschen mehr Platz, dann kann der Förster hier noch ein paar mehr Bäume hinknallen. Ich glaube, das wäre gar nicht so verkehrt. Gut, hier gibt es Granit. Na gut. Ja, also einen weiteren Fischer da oben. Ich hoffe mal, dass das jetzt einigermaßen schön ist. dass ich jetzt da mit auf euren Zuspruch stoße und dass da tatsächlich hier einigermaßen schöne Gebäude hier gebaut werden und dass das hier einigermaßen läuft. So, wir haben kein Holz mehr. Okay, das heißt, die Sägewerke sollten so langsam fertig werden und wir sollten die Baumstämme hier mal auslagern, damit die da reingetragen werden. Das wäre ja mal ganz nice. Genau, hier, bringen wir einen Baumstamm da rein. Das ist, weil das geht nämlich gar nicht, wenn die da nur warten, dass die irgendwie von den Holzfällern kommen und dann dauert das hier Jahrhunderte. Das können wir nicht verantworten. Okay,
Ja, Baracke und so, da warten die jetzt natürlich alle auf Holz. Das ist natürlich jetzt nicht so geil. Gut, Fischerhütte kriegt ganz gut. Was haben wir denn an Rohstoffen? Wir haben schon mal Kohle und wir haben schon mal Eisen. Gut, das heißt, theoretisch könnten wir uns Einheiten relativ zügig produzieren. Ich habe jetzt wirklich keine Ahnung, wie diese Mission hier aussieht. Also was hier so los ist und wann der Gegner hier auch kommt. Scheint sogar hier die Insel zu Ende zu sein, ne? Das wäre interessant. Das heißt, da müssten wir eh hier irgendwie in den Süden rum. Und hier irgendwie lang. Hier sind ganz viele Tiere, das sehe ich ja schon mal. Sehr schön. Das heißt, da könnten wir dann auch einen Jäger hinbauen. Hier sehe ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so viele Tiere. Doch, da läuft ein Häschen gerade rum. So, hier mal Förster und Holzfäller. Das ist schon mal schön. Dann könnte ich auch hier hinten noch einen weiteren Holzfäller hinbauen. So. Dann kann der hier alles abreißen. Also hier müssen wir Bäume weghacken und dann können wir da auch noch einen weiteren Bauernhof hinknallen. Das wäre doch ganz schön. So, Fischerhütten sind alle soweit schon fertig. Ach so, was ist das denn hier? Das ist natürlich sehr geschickt gemacht von mir, ne? Okay, also hier können wir ein Granitbergwerk hinsetzen. Das muss ich ja noch nicht bauen. Also es reicht ja, dass es so ranreicht. So, wie sieht's aus hier? Ah, Militärgebäude besetzt. Baracke, sehr schön. Sehr nice. So, das ist natürlich jetzt voll kacke hier, dass man da nicht richtig durchkommen können. Okay, dann warte mal, bauen wir hier schnell irgendwas hin, bevor der hier einen Baum setzt. Okay, der will da gar keinen Baum setzen. Okay, das ist ja okay. Will den direkt daneben setzen. So, machen wir hier nochmal Förster. Und Holzfäller. Und dann könnten wir theoretisch hier hinten schon, ich habe ja gesagt, kriegt, ach guck mal, mir wurde ja gesagt, ich soll schon etwas mehr mit Lagerhäusern arbeiten, dann werde ich das auch, sobald hier die Baracke besetzt ist, machen. So, hier den können wir übrigens wieder abziehen, den können wir auch abziehen, weil hier wird uns niemals irgendwer je angreifen, denke ich mal, außer wir spielen wirklich bis zum bitteren Ende, wenn wir sehen, dass wir verlieren. Glaube ich aber nicht, dass wir das dann tun. So, also, hier sollten wir uns natürlich weiter ausbreiten und dann halt direkt ein Lagerhaus bauen. Guck mal, wie geil das ist. Hier könnten wir direkt hier die Eisenschmelze reinknallen, ne? Das ist doch super. So, dann können wir das nämlich schon mal verbinden. Und dann würde ich... Ja, das Lagerhaus würde ich schon ganz gerne direkt an den Weg setzen. Warte mal, wir gucken mal, wie wir das hier am besten hinkriegen. So, dann würde ich hier das Lagerhaus hinsetzen wollen. Zack. Und so. Dann können wir das hier so machen und hier drüben eine Schmiedehütte. Und hier noch eine weitere Eisenschmelze. Einfach damit wir das ganze Eisen irgendwie zusammenschmelten. So, der geht jetzt wieder nach Hause, sehe ich das richtig? Jo, okay. Dann reißen wir das nämlich hier ab, dass ich hier noch eine weitere Eisenerzmine hinkriege. Okay, so, da ist noch eine Baracke besetzt worden. Sehr schön. Okay. Okay, das heißt, in die Richtung hier kommen wir noch nicht so wirklich. Gehen wir mal den Weg hier. Machen wir das mal so. Dann geht nicht alles immer auf diesem Weg hier lang. Ich will ja auch, dass wir hier so ein bisschen in die Richtung auch uns ausbreiten können. Und dann auch den Verkehr so ein bisschen entzerren, den ganzen Transportverkehr. So, das wird hier natürlich schon mal interessant, weil das hier ist ja dieser Dreierweg. Warte mal, das machen wir folgendermaßen. So machen wir das. Dann haben wir hier Zweierwege, das ist doch ein bisschen besser. Okay, haben wir gelöst. Weil mit dem Dreierweg ist das immer, gerade wenn der noch Waren ins Lagerhaus, also ins Hauptquartier reinbringen muss, kann das sehr doof werden. Soll ich hier denn vielleicht mal... nein, das brauche ich nicht. Ich mache hier so weiter wie bisher. Wir können das theoretisch ja notfalls irgendwann ausbauen. So, wir machen den Weg hier einfach so weiter. Das ist in Ordnung, denke ich. Ich baue hier noch ein weiteres... Ne, warte mal, ich baue hier auch direkt ein Lagerhaus hin. Ja, ich glaube, das ist gar nicht so verkehrt. Bauen wir hier direkt ein Lagerhaus hin. Und hier oben ein Sägewerk.
Ach nee, wir haben da ja ein Sägewerk. Das ist okay. Das ist okay. Aber einen Holzfäller können wir nochmal bauen. So. Und so. Ich glaube, diese Baracke werden wir dann nicht mehr aufbauen können. Also ausbauen können. Außer vielleicht, ja, Turm würde noch gehen. Aber ich glaube, Festung geht dann nicht mehr. Muss ja auch nicht. Wäre ja nicht so dramatisch. So, wie sieht's hier aus? Da ist jetzt kein einziger Baumstamm mehr drin. Okay. Ich glaube, ich habe meine Holzproduktion ein wenig zu lasch gemacht. Achso, ich wollte doch hier eine Mühle bauen, ne? Da war doch was. Komm, machen wir mal. Wobei das auch noch Zeit hätte, theoretisch. Ach, wir haben sogar noch ein paar Brote drin. Okay, Brote, Fleisch und Fisch ist alles da. Gut. Ja, ich glaube, die Holzproduktion ist noch nicht ganz optimal gelaufen. Aber na gut. Zumindest haben jetzt unsere Sägewerke Baumstämme. Ich glaube, ich sollte echt erst dafür sorgen, dass hier die Forsthaus- und Holzfällerhütten, dass die erstmal... Ah, okay, der ist fertig. Na gut, dann ist das zumindest schon mal in Ordnung. So, die kriegen hier noch... Wie viele Hämmer haben wir noch? 9 Stück. Naja, sollte eigentlich ja auch kein Problem sein. Ich meine, so ein paar Hämmer. Ich glaube, wir können mal ein wenig beschleunigen. Im Moment passiert ja gerade nicht viel. Die sollen mal hier mit dem Kohlebergwerk erst machen. Die fördern hier schon mal fleißig Kohle. Das ist schön. Sollen mal machen. Hier Holzfällerhütte und Forsthaus. Bum, bum, bum. Die liefern das dann zu dem Sägewerk höchstwahrscheinlich. Das ist ja okay. Klar ist der Holzfäller früher fertig. In der hat natürlich viel weniger zu tun. Super. Okay, Holzfällerhütte wurde besetzt. Also fertig gebaut. Besetzt noch nicht. So, aber es gibt jetzt tatsächlich hier eine ganz gute Produktion an Holz. Wird jetzt auch überall hingeliefert. Natürlich vor allem an diese Bergwerke hier. Das ist natürlich... Das ist jetzt ein Killer gerade, ne? Das ist ja echt so ein Problem. Das kennt ihr ja auch. Das große Drama, keine Rohstoffe gefunden, Holz, Leute. Ja, das dauert ja auch ein bisschen. Deswegen habe ich mich ja auch geärgert, dass die mit dem Forsthaus nicht angefangen haben, sondern erst mit dem... Ja, toll, jetzt kommt die Fische halt erst dran, na klar. Mir fehlt so ein bisschen, dass man hier einstellen kann, Priorität und sowas. Das wäre ganz geil bei den Gebäuden. So, und jetzt werden sie hier dann erst die ganzen Eisen schmelzen und so beliefern. Okay, hier kriegt irgendwas. Wahrscheinlich jetzt hier das Forsthaus. Na, war klar. Das war ja sowas von klar. Hier brauche ich das Forsthaus nicht. Oh Gott. Ja, super. Richtig geil gelaufen. Mhm. So macht das Spaß. Okay, Baracke ist fertig und besetzt. Okay, hier brauchen wir uns nicht großartig weiter ausbreiten. Hier können wir aber trotzdem noch eine Baracke hinbauen. So. Ja, können wir hier dann mit dem Holzfäller erstmal alles weghauen. Und dann schauen wir mal. Genau, breiten wir uns hier einfach noch ein bisschen aus. Das kriegen wir schon. Das passt schon. So, kann man hier einen Weg ziehen? Nee, natürlich nicht. Das klappt nicht. Hui, wir können uns ein bisschen umgucken hier. Die schönen schneebedeckten Gipfel da hinten. So, Folge ist bald vorbei, aber Mensch, heute ist mir das ganz schön lang vorgekommen. So gefühlt haben wir ziemlich viel geschafft hier. Ja, ich weiß, der baut nicht aus hier. Wir brauchen unbedingt Holz. Toll. Ah, okay, der Holzfäller wird wenigstens jetzt langsam fertig hier. Das ist ja schon mal was. Okay, was wir machen? Keine Schwerte, keine Schilde, keine anderen Gedönses. Okay, der Holzfäller ist auch fertig. Das gefällt mir jetzt. Gut, das heißt, Holz werden wir jetzt so langsam rankriegen. Dann sollte ich vielleicht tatsächlich aber auch gucken, ob wir noch gleich noch ein viertes Sägewerk bauen. Das würde ich mir aber trotzdem eigentlich gerne woanders hinsetzen und nicht hier. Ja, mal sehen. Wir müssen mal gucken. Wir müssen mal schauen, je nachdem, wie das dann läuft. So, da ist eine Mühle. Dann baue ich mal... Das Problem ist, eigentlich brauchen wir die Rohstoffproduktion. Also hier für Brot und sowas eigentlich alles hier oben. Deswegen baue ich jetzt auch hier die Bäckerei hin. Wo ist die Bäckerei? Wo ist die Bäckerei? Ich finde sie wieder mal nicht. Da... Alter! Du Sackgesicht von Förster! Jetzt hat er einen Baum hingeknallt. Ich fasse es nicht. So ein kleiner Molch. Gibt's ja wohl nicht. Baut ihr da einfach... Vogel.
kann ja wohl nicht wahr sein. So, der Förster ist jetzt zumindest fertig. Okay, ich mach mal wieder das Tempo auf langsam. Tatsächlich, hier ist echt Schicht im Schacht, ne? Hier geht's nicht weiter. Okay, gut, gut zu wissen. Dann, machen wir das mal folgendermaßen. Ist ja eigentlich egal hier. Machen wir mal so. Machen wir so, machen wir so. Ich will nur hier schon mal Platz haben für einen weiteren Holzfäller. Und so weiter und so fort. Dass wir hier dann auch noch weiter Farmen, ein paar Farmen bauen können. So, hier ist jetzt Platz, ne? Sehr gut. Aber da komme ich doch nicht durch, weil der Weg dahin völlig blockiert ist. Das heißt, das ist eigentlich vollkommen Wurst hier. Weil wir kriegen da keinen Weg durch. Oder? Naja, mal gucken. Ich probiere es mal. Wir bauen erstmal hier Berg rein. Doch, geht. Okay, supi. Funktioniert. Haben wir ja nochmal Glück gehabt hier. So, das heißt, eine Bäckerei dahin. Braucht man natürlich auch noch einen Brunnen. Der Brunnen, der kommt dann meinetwegen hier hin. Zack, zack. Alles gut. Sehr schön. Und dann denke ich mal, sollten wir die Folge hier beenden. Ich hoffe, ich habe mich bislang nicht so blöd angestellt, aber das werden wir noch sehen. Und ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal und dann gucken wir mal, wo es lang geht. Macht's gut!